Hallo, euer blasser dünner Kellervater ist wieder da. Schön, dass ich wieder da bin. Wieder spielen Horizon Forbidden West. Herzlich willkommen zurück. Wir haben gerade den Langhals XYZ. Wow. Den unbekannten Langhals abgeschlossen. Wie hieß er schnell? Durchbrochener Stein, Sitz der Wächter. So. Halt die Klappe. Habt ihr das gesehen, was da gerade sich aufgetan hat? Und es geht noch weiter nach Westen. Aha, wir sind hier schon an der Küste, wie es ausschaut. So, Wahnsinn. Okay, cool. Also, das haben wir. Sonnenflügelareal. Das klingt so wie ein Sturmvogel fast schon. Okay, wir wollen nach Westen, beziehungsweise zur nächsten Gaia-Subfunktion. Das ist unser Ziel und wir sind jetzt schon echt nah dran. Auch wenn wir schon 10 Folgen lang versuchen, das zu machen, jetzt haben wir es dann tatsächlich wirklich vielleicht mal in die Richtung geschafft. Wie auch immer. Wir gehen zumindest mal dorthin. So, jetzt wissen wir das. Gut, das heißt. Was sonst? Ah, gerade frisch gespeist, habe mir einen Thai-Curry gemacht und sogar die Currysoße selbst gemacht. War geil. Als spezielle Zutat nimmst du dafür eigentlich nur Kreuzkümmel. Das ist ziemlich lecker. Was haben wir hier? Säuredornrücken, die kennen wir schon. Bin da eher drauf aus, dass wir vielleicht, keine Ahnung, keine Dornrücken haben hier. Weil die Pirsche in der letzten Episode waren schon schlimm genug. Seh mich nicht, seh mich nicht. Gegner zu Boden werfen, ja. Das will ich nicht. Außerdem will ich da was Gescheites ausrüsten. So, Gesundheitstrank. Da vorne wäre ein Lagerfeuer. Das werden wir vorher noch aktivieren. Aktimell aktiviert. Abwehrkräfte. Hashtag unbezahlte Werbung. Die Koordinaten für den Meter sind ganz in der Nähe. Ja. Aber zuvor ein kleines Feuerchen. Mein Hund ist gerade relativ brav. Noch. Wir werden sehen, wie lange das so bleibt. Das Lagerfeuer ist entdeckt und auch in unbekannter... Gleichmäßig atmen, überlegen, was als nächstes kommt. Keine Ahnung, was mit dir jetzt los ist, aber okay. Von mir aus. Ich will doch nur den Unterschlupf auch noch hier freilegen. Außer der ist über uns. Oh je, der könnte über uns sein. Es sieht genau so danach aus. Okay, vergessen wir das. Bin schon mit dem Lagerfeuer zufrieden. Ja, Lagerfeuer speichern, bla. Machen wir das. Schön, dass die uns erinnern dran. Mann, das war eine Ente, gell? Ente. Ich bräuchte mal wieder Eulen. Ich habe den Frosch gehört. Was haben wir denn hier? Eine Ratte. Eine braune Ratte sogar. Nur die Ratten bringen meistens nichts Besonderes. Außer Fleisch. Rattiges Fleisch. Ranziges Rattenfleisch. So. Wir sind im Sequoia-Nationalpark, oder? Kann das sein? Diesen ganzen Mammutbäumen? Halleluja. Leichen über Leichen. Was ist hier passiert? Schade. Das waren alles Tenakte. Jemand hat es geschafft, eine ganze Truppe auszuschalten. Mir scheint. Was haben wir denn da vorne? Lichter in der Ruine. Ich muss auf der Hut sein. Ja. Vorrücken! Okay, wer auch immer die sind, wir werden mit Sicherheit keine Freunde. Ich muss an diesen Davon Gegnern vorbei und in die Ruinen. Was haben wir hier für einen Behälter?
Was ist das für einer? Mach das noch mal. Loefers, ich habe nun leider nichts Loiges. Schützt den auf! Tötet sie! Oh. Kritischer Schlag. Ich wollte ja eigentlich gemütlicher vorgehen, aber es ist wohl nicht möglich. Ich schieße! Ist okay. Marinesoldat, aha. Loefers, ja, was machen wir da? Komm, Loe. Explosion muss es ja tun, oder? Ich habe leider keine Pfeile, die da helfen könnten. Aber Scharfschusspfeil ist Scharfschusspfeil, würde ich behaupten. So. Schauen wir uns das mal an. Was haben wir da vorne? Alter Motorraum. Okay, das kennen wir auch schon. Komm, markieren, markieren. Ist da noch jemand? Denke nicht. Er hat sich da hinten versteckt. Fang an zu suchen. Ja, ja, fang mal an zu suchen. Idiotas. Die Barbarin. Wird dir gleich Barbarin geben. Schade. Eröffne das Feuer! Wie wär's denn damit? Beschützt den Ort! Haltet sie! Okay, das war's. Ich habe 3 Pfeile hier. Da wird wohl einer treffen jetzt. Das war wohl eine schwache Stelle. Wer sind diese Leute? Coolio. Und warum sind sie auf Blut aus? Ich sollte schnell zu Demeter, falls noch mehr von denen kommen. Vielleicht wollen die auch Demeter. Ja, muss es irgendwo hier drin sein. Mal kein Tenaktstamm, der uns da im Weg ist, oder was? Das gibt's hier gar nicht. Das gibt's hier gar nicht. Okay, schauen wir uns das an. Ich liebe den Scan. Das kommt in meinen Vorrat. Ja, unbedingt. Hier auch was Schönes? Hier, natürlich gibt es hier was Schönes. Es gibt überall was Schönes, kommt mir vor. Herrlich. Loefässer. Wir haben doch immer gerne einen Feuerbogen. Ich hätte so gerne einen Feuerbogen. Wir könnten so viel Dinge sprengen hier. Oh, brav, wenn du schläfst, Hund. Wir haben gerade was zu kauen gegeben. Leider noch die alten Welpenkaustangen, die alten. Die hat er in 2 Minuten immer verputzt. Jetzt kriegt er halt 3 täglich. Weil die muss ich noch aufbrauchen, weil die neuen, dickeren Stangen, da hat er länger zu tun. Und die schluckt er auch nicht ganz als ein Ganzes. Als ein Ganzes. Wow. Oh, das ist wow. Das ist richtig wow. Wir könnten das machen. Falsinith? Ist das Falsinith schon wieder? Schon wieder das Treibhaus. Das sieht aus wie ein altes Büro. Ich finde es so cool, dass sie weiß, was ein Büro ist.
Aber, dass da so viele Kisten sind, macht mich schon ein bisschen glücklich. Ein bisschen sehr glücklich sogar. Das Treibhaus. Die branchenführende Biotech-Forschungsanlage von Faro Automated Solutions. Agritech. Umweltsanierung. Biomüllentsorgung. Was auch immer Ihr Unternehmen benötigt, im Treibhaus helfen wir Ihnen bei der Problemlösung. Mhm. Ganz natürlich. Ganz natürlich. Noch eine Faro-Forschungsanlage. Ja, da ist es. Aber es kommt sicher was inzwischen. Das kann nicht so einfach sein. Es ist nie so einfach. Datenpunkt, okay. Es ist nie so einfach. Anita sollte gleich hinter dieser Tür sein. Ja. Aber diese Ranken blockieren den Weg. Ja, endlich. Falls ich sie nicht durchtrennen kann, muss ich einen anderen Weg finden. Endlich der Block. Endlich da die Fähigkeit, die werden wir jetzt bekommen, die mir so lange schon fehlt. Ja, da kommen wir durch. Okay, was haben wir denn hier? Alte Vorratskiste durchsuchen. Also das war wohl nicht... Ah, doch, das ist der Weg. Tatsächlich ist er das. Ich wollte schon sagen, das ist nicht der Weg, aber es ist der Weg. Und wisst ihr wieso? Weil da was zu klettern ist. Ganz einfach. Ohne Ausgang. Toll. Wie immer fein. Aber immerhin gibt's eine Konsole. Ein Protokoll. Ich habe gerade mit der US Robot Command telefoniert. Die Zeit läuft uns davon. Hab mich nicht getraut, Harris zu sagen, dass unser Heilmittel schlimmer als die Krankheit sein kann. Auch wenn Diamantranken funktionieren, müssen wir noch beweisen, dass wir die Pflanzen wirksam eindämmen können. Aber Kabels Team arbeitet drüben bei Teststation Efeu daran. Er wird es schaffen. Ganz bestimmt. Diamantranken. Noch ein Geheimprojekt. Sie haben hier die Metallblumen und die Ranken gemacht, dann... erfahre ich vielleicht, wie man sie zerstört. Wenn ich Teststation Efeu finde. Und wie komme ich hier jetzt raus? Also. Na toll. Die schon wieder. Wer auch immer die sind, sie wollen mich töten. Natürlich wollen sie das. Aufpassen. Was auch sonst. Kann ich von hier aus angreifen oder ist das einfach nur ein Fenster gewesen? Ich glaube, das war nur ein Fenster. Schade. Okay. Datenpunkt. Okay. Ah, da komme ich nicht mehr raus. Interessant. Der ist neu. Okay. Können wir die Soldaten leise ausschalten? Aber wäre das dann lustig? Ist das schon wieder Lohe? Metallbissfass. Was enthält der Metallbiss? Stoßempfindlich gegenüber jeder Waffe. Kontakt mit Säureexplosion. Oh, jawohl. Leute, das funktioniert für mich. Absolut in Ordnung. Eine Barbarin ist auf dem Gelände. Hat es an den Wachen vorbeigeschafft. Findet sie, erledigt sie und bringt ihren Kopf zum Leutnant. Warte mal. Verstanden. Mit der Diplomatie ist es wohl vorbei.
Oh Gott, das wollte ich, genau das wollte ich nicht. Eure Ahnen können mich am Arm lecken. Da oben ist auch noch einer. Ich glaube, den kriege ich mit einem Scharfschusspfeil. Ob ich das wohl verschwendet habe? Ich denke ja. Scheiße. Mann. Da ist irgendwer, der mich gleich... Plasma-Ding, was mich getroffen hat, wieder aufschaut. Ich sehe nichts. Und sie hüpft einfach und sie bewegt sich nicht. Was ist los? Es funktioniert schon wieder nichts. Schau dir das an, ich kann nicht aufweichen. Was ist da? Ich kann nichts machen. Ich kann nicht ausweichen. Was ist das für eine Scheiße? Jetzt endlich, Alter. Ich krieg da die Krise bei sowas. Warte mal, ich versuche was anderes. Da gibt's das! Nicht mal zählen kann man! Alter, du kommst nie zu nichts! Sie lässt sich so leicht umwerfen! Wieso lässt sie sich so leicht umwerfen? Das war ja im letzten. Diese Leute hätten mit mir geredet, statt mich anzugreifen. Ja. So, ich bin einfach schlecht in dem Spiel. So schaut's aus. Aus diesem Hof raus. Entschuldigung, Hund. Tut mir leid. Du bist eh lieb. Ich bin echt schlecht. So. Dass es mal gesagt wurde. Aber sonst wäre ich ja auch nicht Choleriker aus Leidenschaft. Steht in meiner Kanalbeschreibung. Lebt damit. So. Abgesehen davon... Werden wir mal ein bisschen hier nachhelfen. Wenn wir wieder mal ein bisschen Munition bekommen. Jetzt haben wir wieder genug Maschinenmuskeln. Fällt mir gerade auf. Das ist gut. So, Standardmunition wieder einstecken. Der hat einen Plasmawerfer, der Arsch. Kaiserliche Quen-Waffe. Wache, nicht Waffe. Schuhe aufbrechen. Okay. Elite-Sprengfalle. Berserker-Jägerpfeile sind jetzt für einen deiner Jägerbögen verfügbar. Feuer diese Pfeile auf menschliche oder Maschinengegner, um den Berserker-Zustand aufzubauen. Sobald dieser Zustand aktiv ist, greifen sie das ihnen am nächsten befindliche Ziel an, unabhängig davon, ob es sich um Freund oder Feind handelt. Schwäche deine Gegner, indem du sie gegeneinander kämpfen lässt. Baby. Und wo ist es?
Also ich habe den Bogen jetzt bekommen dafür, oder was? Schauen wir mal. Waffen. Warte mal, das ist mein Soldaten-Scharfschuss-Dingsbums. Jägerbogen. Berserker-Jägerbogen. Und der hat noch was. Also das ist der Berserker, okay. Du hast Säure. Schade. Dann halt keine Säure jetzt mal vorerst mehr. Und werden wir auch gleich direkt schauen, dass wir den hier eine Spule reinlegen. Haben wir eine Berserker-Spule, Agilitätsschaden, Tarnschaden, erhöht den Schaden gegen arglose und misstrauische Gegner. Könnte man machen. Also wenn ich da jetzt nicht einen Berserker-Dingsbums, Niederschlagskraft, Stoßschaden, Löschwasser. Okay, dann nehmen wir diesen Tarnschaden. Weil wir sowas wahrscheinlich eher aus der Tarnposition rausschießen werden. Wir haben 4 Fertigkeitspunkte, aber die warten wir noch. Zielende Jägerpfeile sind jetzt für einen deiner Jägerbögen verfügbar. Diese speziellen Pfeile können für begrenzte Zeit ein Ziel festlegen, das von überbrückten Maschinen angegriffen wird. Ach so. Ist das hier dabei, oder was? Fortgeschrittene Jägerpfeile. Zielende Jägerpfeile. Berserker. Der Fortgeschrittene macht halt wahrscheinlich mehr Schaden, da braucht man Scherben dafür. Okay. Okay, im Spannen ist er relativ schnell, der Teufel. Warte mal, hier ist noch ein Gegner, der war jetzt nicht besonders. 13 Scherben. Alter. So, und da verbessern wir gleich mal das Zeug. Ja, wenn schon, denn schon. Waffen-Upgrades. Yeah, baby. Berserker-Jägerbogen. Einmal Vorteilsverbesserung. Und verstärkt Niederschlagskraft und Überspannenschaden. Okay, cool. Aha, plus 10% Niederschlagskraft. Und hier bräuchte man Rollrücken-Hammerschweif. Schade. Da hätte für Stufe 3 hätten wir alles. Fuck. Auch für... Nein, das nicht. Aber für Stufe 3 hätten wir alles. Schade. Aber ist wurscht. Besser ist besser. Show me the cool stuff. Wow. Das dürfte es gewesen sein. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur zur Station Efeu noch gelangen. Damn you! Die Tür sieht vielversprechend aus. Naja, schauen wir mal, ob da nicht auch schon wer da ist. Ich ergebe mich. Tu, was du willst. Ich wollte nicht gegen deine Freunde kämpfen. Sie griffen mich an. Wenn ich nur durch den Tod dafür büßen kann. Ich werde dich nicht töten, okay? Ich will nur verstehen, was hier los ist. Woher hast du diesen Fokus? Ich gehöre zu den Auserwählten. Den Quen. Die Ahnen haben uns allein die Macht des Fokus hinterlassen. Das Auge, das das Vermächtnis zeigt. Das Vermächtnis? Das Vermächtnis? Die Wahrheit. Sie liegt in der Dunkelheit und den Ruinen. Zwischen der uralten Asche und den Knochen des Vergangenen, auf das es wartet. Als Wahrsagerin muss ich sie suchen. Zum Wohle meines Volkes. Du suchst nach Daten. Vielleicht können wir uns unterstützen. Wie heißt du? Alva. Zweite Wahrsagerin in der Ostexpedition. Ich bin Aloy. Fangen wir von vorn an. Ich weiß nichts über die Quen. Unser Land liegt jenseits des großen Ozeans. Wir waren noch nie hier. Warum also jetzt? Unsere Heimat wurde von extremem Wetter verwüstet. Schreckliche Stürme und sengende Dürren. Unsere Ernten fallen aus. Unser Volk verhungert.
Auf der Lösungssuche wurde vorgeschlagen, dass wir durch die mutige Überquerung des Ozeans nach Landfall des Vermächtnis vielleicht das Wissen erlangen, das unser Volk retten kann. Doch bisher entzieht sich uns das Wissen. Dein Volk nennt diesen Ort also Landfall des Vermächtnis? Nein, in Landfall sind wir angekommen. Im Westen, im Schatten der versunkenen Stadt, der zerstörten Brücke. Du meinst San Francisco? Ja, du kennst das Vermächtnis gut. Der Ort war für die Ahnen von großer Wichtigkeit. Wir hatten gehofft, dort ihre Geheimnisse zu erfahren, doch die Türen sind bisher verschlossen. Aber wir entdeckten dort Daten, die uns hierher führten. Vielleicht unsere letzte Chance. Um etwas zu finden, das eure Ernten und euer Volk rettet. Ja. Wenn die Ahnen uns noch einmal gewogen sind. Du sagst, die Ahnen hinterließen deinem Stamm den Fokus. Ja. 13 Wahrsager besaßen diesen hier, seit er in unserer Heimat in den Ruinen entdeckt wurde. Ich trage ihre Namen in meinem Gedächtnis. Du hast also einen, aber keiner der Soldaten da draußen. Jeder hat seine Aufgabe. Die Aufgabe der Wahrsager ist es, das Vermächtnis zu suchen, die Weisheit der Ahnen zum Wohle aller zu deuten und zu beschützen. Also wissen nur die Wahrsager, wie man einen Fokus benutzt. Nicht mal die Herrscherfamilie und sicher keine Soldaten. Wie viele Wahrsager gibt es denn? In Landfall nur eine kleine Gruppe. Zu Hause ein paar Dutzend mehr. Schätze ich. Das wissen nur die Aufseher und ich gehöre nicht zu ihrem Rang. Ihr nennt also die Daten aus der Vergangenheit Vermächtnis? Ja. Alles, was nicht verloren ist oder verboten. Was bedeutet das? Alles, was wir lesen können und das, was erlaubt ist. Okay, verstehe ich nicht ganz. Aber gut, wofür benutzt ihr denn die Daten? Die größten Geheimnisse sind die, die das Leben vieler verbessern. Wie man Pflanzen anbaut, wie man Fluten zurückhält oder sogar das Meer überquert. Technologie. Das suche ich hier. Technologie, die meinem Volk zu Hause hilft. Die Soldaten, sie schossen auf mich ohne Warnung. Warum? Es ist die Pflicht der Quen, das Vermächtnis zu suchen und es vor den Dummen und Neidischen zu schützen. Also du erscheinst nicht dumm. Aber zu Hause wollen uns andere Stämme Böses. Es hieß, das Gleiche gelte auch hier. Sagt das euer Vermächtnis? Das Vermächtnis ist wahr. Aber es wurde schon oft falsch gedeutet. Ich hoffe, die Zeit und die Weisheit der Ahnen führen uns auf den richtigen Weg. Ja, das hoffe ich auch. Ich suche einen Ort in diesem Komplex namens Teststation Efeu. Hast du diesen Namen irgendwo gesehen? Nein. Ich habe etwas entdeckt, das wie eine Karte aussah. Aber sie war unlesbar. Verloren. Vielleicht werde ich ja daraus schlau. Da. Jede Menge Dateien. Ich habe sie durchgesehen. Schau im Abschnitt TH-Anlage. Wie gesagt, verloren. Du siehst die Karte nicht? Oh. Dein Fokus ist ein frühes Modell. Dein Betriebssystem kann Dateien von nach Mitte der 2050er nicht lesen. Aber ich kann sie mit dir teilen. Sie teilen? Du siehst das Verlorene und Verbotene. Weder verloren noch verboten, nur ein neueres Format. Da, dort muss ich hin. Aber das geht nicht. Wir versuchen seit einer Woche tiefer in den Komplex zu gelangen. Der Weg ist durch Geröll blockiert.
Was ist mit dem Tunnel? Er wird von hier freigeschaltet. Nein. Ich hielt Dida für eine Art Zugangskontrolle, aber ich konnte nicht genug Daten zum Bedienen lesen. Versuchen wir es mit meinem Fokus, okay? Diese Konsolen sind wieder neue Gefährtin. Definitiv. Werden, aber ich bin nicht sicher. Das wird definitiv eine neue Gefährtin. Trau mich fast zu wetten. Die Quen, das ist was Neues. Ich freue mich. Eine ragige, unfreudige Episode. Nicht schlecht. Deshalb jetzt der Cut.